Guten Morgen, hier ist wieder, oder guten Nachmittag, hier ist wieder euer Blazes Dirty mit einem neuen Guide to Soul Mask. Viele haben mich gefragt, wie man schnell leveln kann. Ihr seht oben rechts meinen kleinen Buff, ja, erfreute Stimmung. Einfach mal auf so eine Fußmatte hinsetzen oder auf einer Bank und so weiter. Dann kriegt ihr so einen XP-Buff. Und danach kümmert ihr euch einfach darum, geht am besten, wenn ihr so Level 10, 15 seid zur Kupfermine, müsst ihr ja dann langsam eh. Und dann. Moment, erstmal kurz hier. Seht ihr gleich, was ich meine? Wofür die jetzt nicht geblockt? Super, jetzt. Komm. Erfahren. So. Oh, da kommt der nächste. Oh, das war jetzt hier schnell. Oh. Blutungsschaden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gehen wir uns mal kurz eine Premium-Bandage. Also ihr seht ja, ich habe oben rechts immer noch den XP-Buff, der geht ja im Waldchen. Und dann seid ihr, wenn ihr am Kupfer angekommen seid, let's go. Ihr seht unten links meine XP. XP-Balken. Alter, was ist denn das jetzt gerade? Ist das der Vorführeffekt oder was? Normalerweise sind hier doch gar nicht so viele. Naja, gut. Wir geben auch XP. Ja. Ihr seht, die Gegner sind hier so Level 16 bis 20. Ihr könnt sie auch einfach holen mit dem Bogen, dann habt ihr halt weniger. Wenn ihr schon mal ein bisschen Gear habt, dann ist es ziemlich entspannt. So, jetzt aber. Ihr seht, Kupfererz brauchen wir eh massig. Ja, immer zweimal Kupfererz auf ein Zinnerz. Dann könnt ihr hier unten links sehen, was ich an XP bekomme. Einfach die Mine abgrasen. Wenn ihr noch nicht so weit seid, Kupfer für euch zu schwer ist, könnt ihr auch in die Zinnmine gehen. Ja, hier oben ist Kupfer. Hier ist auch nochmal Kupfer. Hier ist Zinn und da ist Zinn. Kommt auch an, wo ihr gebaut habt. Also schnell zu leveln, geht ihr einfach in irgendeine Mine und kümmert euch darum, dass ihr einfach nur Erze abbaut. Sieht man jetzt hier noch den Step. Wir machen die hier noch kurz. Ah, zack, zack. Blocken. Oh, weil jetzt haben wir hier ein paar nebeneinander. Dann seht ihr, wie schön das eigentlich geht. Ich bin halt schon etwas höheres Level. 25 oder 26. Aber gerade am Anfang ist das hier so auch jetzt noch für mich eine effektive Level-Geschichte. Seht unten links auch mein Bewusstsein. Nee, Level 28 bin ich. Mal weiter hoch und das Erz brauchen wir eh, weil wir müssen so oft craften, bis wir überhaupt mal auf, sag ich mal, Legendary Loot oder einzigartig, das ist ja hier rot, kommen. Von daher brauchen wir das eh mal wieder. Und wenn ihr dann natürlich automatisch jemanden zum Zinn schmelzen und Uferschmelzen hinstellt, oh Junge, der Level so schnell. Ich glaube, die Boys sind schon alle teilweise 2-3 Level über mir. Von daher ganz tief entspannt. Ich hoffe, im Trick kommt ihr auch relativ gut voran. Sag mal, bis dann, euer Blaze. Ciao.